Sehr geehrte Damen und Herren, in dem vorliegenden Bebauungsplan geht es darum, einen Grünzug, der an die Dörrsche angrenzt, zu bebauen. Also erstmal dieses zu ermöglichen durch den Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss. Dieses Gebiet liegt zwischen Grafsulzberg und Bornshausen und stellt unter anderem ein Frischluftentstehungsgebiet dar, was ja immer wichtiger wird mit dem fortschreitenden Klimawandel. Der hier geforderte Beschluss konterkariert die städtischen Bemühungen und den eigenen politischen Beschluss zur Klimaneutralität bis 2030. Die Ausgleichsmaßnahmen sind mal wieder unzureichend. Wie viel Emissionen durch das geplante Neubaugebiet produziert werden, bleibt unklar. Es gibt zahlreiche fundierte Einwendungen von städtischen Institutionen und Trägern öffentlicher Belange. Hervorheben möchte ich hier zum Beispiel die Argumentation des BUND. Auch die betroffenen Ortsbeiräte lehnen das Projekt ab, darunter auch Grüne in den Ortsbeiräten. Deswegen habe ich mich dann auch sehr gewundert, dass die Grünen in dem Ausschuss so für dieses Projekt sind. Dort sollen nicht nur Mehrfamilienhäuser, sondern auch Einfamilienhäuser entstehen, was klimapolitisch ja sehr ungünstig ist und aus meiner Sicht auch gar nicht mehr zeitgemäß, das im städtischen Bereich zumindest zu bauen. Auch sozialpolitisch ist dieses Projekt kein Gewinn. Zwar muss die Sozialwohnungsquote zunächst realisiert werden, allerdings sind die Laufzeiten dafür ja recht überschaubar, sodass dauerhaft kein günstiger Wohnraum gesichert werden kann. Schulen und Kindergärten wurden bisher auch nicht eingeplant bei dem Projekt und durch die geplante Arrondierung, wie Herr Neuler sagte, mit dem teuren Stadtteil Passivwerk könnten die Preise künstlich nach oben getrieben werden, was nur den Investoren nützt und das Gegenteil der Schaffung von günstigem Wohnraum ist. Und es wird auch zukünftig mehr Verkehr produziert. Ich sehe also keine guten Gründe, diesem Projekt zuzustimmen. Stattdessen spricht sehr viel dagegen, also nicht zuletzt die eigenen politischen Beschlüsse, die in diesem Gremium getroffen werden. Und ja, es wäre schön, wenn Sie diese Beschlüsse auch ernst nehmen. Also da appelliere ich gerade an die grünen Kolleginnen im Gremium, die ja immer viel sich die ökologischen Belange auf die Fahne schreiben, dass sie jetzt auch mal in den Bebauungsplänen, die hier konkret beschlossen werden, festzumachen und auch überzeugend darzustellen, wie die eigenen Überzeugungen sind. Auch die Grünen im Ortsbeirat finden die Idee nicht gut. Und genau, ich möchte Sie bitten, dagegen zu stimmen und diese Gründe, die ich jetzt aufgezählt habe, ganz kurz ernst zu nehmen und eben, wie gesagt, auch Ihre eigenen Beschlüsse in diesem Bereich. Deswegen stimmen Sie bitte gegen den vorliegenden Antrag. Danke.